Kettensäge. Wechsel des Kettenschwerts. Für den Wechsel des Kettenschwerts benötigen Sie folgendes Werkzeug. Zum Entspannen der Kette schalten Sie die Anlage zunächst ein und öffnen Sie den Handbetrieb. Wählen Sie nun in der Benutzeroberfläche Kette entspannen aus, um die Spannung der Kette zu lösen. Entfernen Sie nun die Kette. Beginnen Sie bei der Schwertspitze. Lösen Sie die 8 Befestigungsschrauben. Achten Sie darauf, dass der in der Spannplatte enthaltene O-Ring nicht verloren geht. Im Gehäuseblock befindet sich ebenfalls ein O-Ring. Montieren Sie nun das neue Schwert. Setzen Sie Spannplatte an und schieben Sie das Schwert nach oben. Das Schwert sollte so lange nach oben gedrückt werden, bis die ersten Schrauben etwas mehr als handfest angelegt sind. Ziehen Sie nun die Schrauben an und achten Sie auf die entsprechenden Drehmomente der Schrauben. Legen Sie nun die Kette auf das Antriebsritzel und richten diese in den Führungsnuten aus. Beachten Sie dabei die Drehrichtung der Kette. Wählen Sie nun in der Benutzeroberfläche in Cambium Kette spannen aus, um Spannung zu erzeugen.